Die ganze Zeit so heftig war mit den A-Knallern. Müssen wir mal einen Gang runterschauen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch schon ganz nervös. Ja. Mussten hier schon uns einen Beta-Blocker einwerfen und so, ne, weil das macht unser altes Herz auch nicht mehr so mit. Ne? So. Ja, wie war das nochmal mit dem Sammeln? Jetzt, wo hattest du den so zwischendurch weggehauen? Wen? Ja, und dann hast du gesagt, so, scheiße, ich soll nicht so viel labern, wenn wir nicht filmen. Du hast recht, also müssen wir direkt zur Sache kommen eigentlich, ne? Nee, oder das meine ich nicht, sondern solltest du irgendwo mit Sammeln am Bahnhof oder so. Die habe ich alle die habe ich alle am Bahnhof eingesammelt oder was, bei meiner Schicht. Ach so, am Feierabend hinterm Bahnhof, die. Hinterm yeah. Bahnhof. Die haben mir immer einen Knaller auszahlen lassen, so, weißt du? Geld brauche ich nicht, habe ich genug von. Du hast halt auch nur auch Spaß, ne? Ich habe auch immer nur die alten Opas, habe ich immer nur rangelassen, weil die hatten immer nur die Keller voll mit Knaller. Ach so. Hab ich gesagt, komm, hier, ne, bringst du Knaller mit. Entweder Huni oder Böller, kannst du aussuchen. Ja, entweder Huni oder ein Paket Pyrocracker. Ja, hier die Uschi hat auch schon wieder, Mittagspause ist auch um. Ja, jetzt darf sie wieder ran. Die ist auch wieder dran, die ist auch hier. Die hat richtig Stehvermögen hier, die Perle hier. Jetzt haben wir hier Pyrocracker, schön blassblau mit Pferdefrikadelle. Mhm. Und, uiuiui. Aber wenn das einer lesen kann, du. Der Reinhold, der muss mal wieder hier seinen Feldstecher rausholen. So, Autofokus hier mal. Das ist immer geil, ey, mit dem Autofokus. Autolokus. Also Lokus. So. George Richter, Hamburg. Ja, gut, ne? Wie immer. Ja. Wie immer, ja immer. Da sieht man auch das Horstbrand. Genau. Das sehen wir da auch. Das sieht irgendwie voll pixelig aus. Ja, ne? Ja. Ja, so. So schlechten Nadelsieb. Ja, genau. So siebmäßig. Ja, so schlechter Sieb, so ein ganz grobporiger. Ja, so ganz grobporig. Ja, jetzt haben wir heute die ersten Pyrocracker mit so einem kleinen Bäcker war hier drauf und der Reinhold sagt, was sagt der Reinhold? Ich sage mal, da ist Visco dran. Ich sag graue Lunte. Okay. Weil ich bin ja ein Fan von der grauen Lunte. Boah, ist das Papier. Ja, ich ja auch. Oh, kriegst gar nicht durch. Was ist das denn? Alter Schwede. Wir haben nur gut gefrühstückt. Guck, kann doch nicht rein, ey. Wie viele Lagen? Oh, ja, tatsächlich. Grau Lunte. Aber sowas von. Wie steht's denn jetzt? 8-0? Ich glaub schon, ne? Ja, eine war unentschieden. Eine war unentschieden? Na gut. Ja, ja. Egal. Oh, die sehen aber gut aus. Meine lieber Mann. Boah. Hui. Boah, richtig edel, richtig geleckt. Feine Teilchen. Die sehen echt aus. Die sehen ja fast so aus wie die Abwöller von vorhin. Die sehen nur in klein. Die sehen schon aus wie so, wie sagt man dazu, wenn man irgendwas hat und man schickt das irgendwo hin und man will, dass die Leute sich erstmal davon überzeugen. So Prototypen oder. Prototypen. Oder so Spezial hier, so die ganz sauberen Dinger, wo man noch richtig sauber produziert. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht Beta, sondern. Ne, so richtig so die Vorführware, sag ich jetzt mal. Die Verkaufsversion sieht anders ja, aus. Ja, 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 das weißt ist was die, ich meine? Ja, ja, das ne? ist die. Ja, die Show, ja. Was ich wieder heißt. Preview oder. Wenn man irgendwo was hinschickt und sagt, hier, ich habe was erfunden, ja, guck dir das ja, mal an. Ja, Prototypen bzw. Vorverkaufsversion. Ja, genau so was. Ne, ja. So richtig, damit man die Leute lockt. Da sehen richtig Deluxe aus. Beziehungsweise das ist die Verkaufsversion zum Testen. Genau. Für Schaufenster sozusagen. Ja. Ja, ein bisschen puderig, das ist wahrscheinlich dieses graue Zeug. Das, ist, das ist, ja nicht die, ist ja nicht diese rote Tonerde, nee, sondern das ist ja. Ist auch kein Kleber. So, ja, nicht so ein Gips, sondern so ein ganz so ein, feines, staubiges Pulverzeug. Ja, ja. Tube Closing Powder hat man, glaube ich, mir mal irgendwann mal beigebracht. Oh. Aber ich lasse mir auch nichts mehr beibringen, weil in meinem Alter, da vergisst du 2 Minuten später ja wieder alles, ne? Ja, genau. Oh, wo bin ich? Oh, scheiße. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Feuer frei. Feuer free. Oh. Ja, ich glaube, die gehen schnell an, oder? Ja, für Pyro. Ja. Kann man. Ah, und das duftet wieder hier. Ja, boah, das ist der geilste Smello überhaupt. Die sind bisher die leckersten, glaube ich. Sind jetzt nicht die lautesten? Ja, kommt nicht mehr. Aber die machen Spaß. Hui. Boah, ungewollter Luft. Ungewollt in der Luft. Vor allem, das ist ja auch immer geil, wenn da steht, auf den Boden legen und sich rasch entfernen. Wer soll sich denn da rasch entfernen, ey? Vor allen Dingen, mach das mal 320 Mal, ne? Ja. Wenn du dir so einen Schinken kaufst. Oder wie viel waren da drin? Genau. 20 mal 8? 2 mal 8 sind 16? Ne, 160 sind da drin, oder? Nee, 320. 8 in einer Packung mal 40. 40 Pakete, glaube ich. Echt, sind da 40 drin? Ja. Alkohol. Aber Alter, wenn du das 320 Mal gemacht hast, dann brauchst du am nächsten Tag aber guten Chiropraktiker. Ja. Boah.
immer schon jeden einzeln am Boden stellen. Ja, genau. Nicht legen. Und auch so richtig austangieren, so, ne? Ja. So mit dem zolligen Rohr. Ja. Ja. So. Ja, nee, aber schön. Haben die waren schön verarbeitet, haben einen ganz guten Knall gemacht. Ja, machen sie gut im... Kann man weiterempfehlen. Machen sie gut in der Schrankwand. Ja, genau. Ne? Oder hier zum Knallen. Oder hier zum Verknallen. Ja. Ja, die sind noch besser. Ne? Mhm. Im Schrank vergammeln sie nur. Richtig. Ja. Ja. So, Mädels, ich sag mal, bis später. Jo. Tschüss.